Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio. Es geht weiter hier mit den Umbaumaßnahmen. Guckt mal, das Band ist sowas von voll mit Eisen. Ich muss jetzt unbedingt die Öfen hier fertig bringen, hier hinten. Ah, wie mache ich das denn? Wie ist eigentlich schon klar, ne? Aber vielleicht baue ich doch erstmal alle hier hinten ab. Komplett. Alles, was ich hier an Eisenöfen stehen habe, muss weg. Und auch direkt die Greifer dazu. Und auch alles aufheben, was daneben liegt. Jawohl, Kunststoff erforscht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als nächstes forschen soll. Eisenbahn wäre nicht schlecht. Oh, ein Akku ist aber, denke ich, ganz gut. Weil für irgendetwas brauchte ich das noch. Kann ich mich leicht erinnern. Oh, das war ein Strommasten. Egal. So, dann brauche ich jetzt den hier auch nicht mehr. Und mal sehen hier, oh, wie viel das ist, ne? Das ist verrückt. Wie verteile ich denn am besten die Kohle? Wie verteile ich die am besten? Das ist eine gute Frage. Wo habe ich denn die Öfen? Hallo? Da. Na komm. Ja, wollte ich schon sagen, es muss doch irgendwie gehen. So, jetzt müsste ich gucken, dass ich vielleicht sogar diesen großen Strommasten dahin setze, wenn ich noch einen habe. Ist leider nicht so. Also das Ding hier im Prinzip. Na, wo ist er? Da. Weil der ja mehr abdeckt hier, ne? Ihr seht das ja hier, wunderbar. Allerdings, wenn ich den hier hinsetze, ist nicht viel gekonnt. Und dann gucke ich jetzt doch nochmal bei den Kleinen, ob die hier dazwischen gehen. Weil ich brauche ja einmal was zum Einpacken und Auspacken. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder blöd gebaut. Gib mir die mal hier. Ach, kann ich nicht mehr aufheben. Liegt daran, dass ich gerade bestimmt ganz viel Eisen habe. So, da rein mit dir. Kupfer packe ich auch weg und die Kohle auch. Weil die Kohle hätte ich behalten können. Und gut, dass ich Kohle sage. Hier unten muss ich ja immer ein bisschen mit drauf achten. So. Es wäre doch sinnvoller, das Eisen dann in der Mitte verarbeiten zu lassen, oder? Ich baue das hier auf und ab. Ich wette, am Ende bringt das gar nichts. Nee, den eben nicht. Nee, ich warte mal noch. Ich mache jetzt erstmal doch die Öfen. Also, einmal Platz. 3. So, und dann sollte das jetzt in die Mitte. Das heißt, die nächsten Öfen kommen dann hier unten hin. Ich hoffe, das bringt was. Wobei hier eigentlich
Ja gut, er bekommt ja nichts davon, ne? Ich kann da jetzt auch erstmal hier starten. Nein. So rum. Halt. Noch nicht. Jetzt erst. So. Und das heißt, es ziehen die Teile alle rein. Hallo? So, einen Ofen könnte ich noch machen. Warum nicht? Ne? Dann hätten wir direkt 10 Stück an der Zahl. Öfen. Wo waren sie denn? Ach, da. Was fehlt? Stein? Ist doch hier drin, oder? Na. Piep. Einmal, bitte. Ich drücke immer das Falsche, gerade. So rum. Und natürlich packst du da wieder was ein. So, das habe ich mir jetzt auch schon fast gedacht. Na komm, also. Und ich glaube, da reicht ja auch die normale Geschwindigkeit. Bei denen, die das jetzt rauspacken. Hallo? Und jetzt ist das Problem. Denen fehlt halt Kohle. Und die muss ja jetzt irgendwie auch noch da reinkommen. Und da sehe ich das Problem, wenn ich das Band sehe, weil das so voll ist. Wenn ich da die Kohle von oben mit einspeise, jetzt theoretisch hier einmal rumgehe, dass die Kohle da reinkommt, schön, ne? Und sich hier auch aufsplittet auf beide Seiten. Es darf dann nur nicht irgendwie wieder zu viel Kohle da geben oder zu viel Eisenerz. Aber ohne geht's ja gar nicht. Komm, wir machen jetzt erstmal hier die Strommasten. Na? Wo hat er denn jetzt wieder hingesetzt? Jetzt ist er hier unten. So, den packen wir dahin. Ja, muss ja. Anders geht es ja nicht. Ne, die großen nicht. Nicht die Überlandleitung. Ich baue mal noch 2 und hoffe, dass die jetzt... Hey. Irgendwo hier unten auch mit hinpassen. Warte mal, jetzt komme ich... Genau. So. Jetzt ist das Problem, die können nicht weiterarbeiten, weil eben Kohle fehlt. Da muss ich jetzt hier erstmal irgendwo einen Stopp machen. Und den ganzen Kram einsammeln. Muss ich generell machen. Ja, ist meine Kiste schon voll. Oder mein Inventar. Wahnsinn. Im Prinzip kann ich eigentlich die Kohle, die Eisenproduktion komplett stoppen erstmal. Also da unten, ne? Wo das hergestellt wird. Und wir müssen hier mal einen Cut reinmachen. Ne, wobei da ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich den noch drin lasse. Und nur hier. So, dann geht das jetzt erstmal weiter hier unten zurück. Und hier ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu eng jetzt mit der Mauer. Das muss ich alles ein Stückchen weiter nach oben setzen, auf jeden Fall. Weil es muss dann hier... Ne, nicht der... Keine Kombinatoren. Warte mal, oh. Der ist jetzt Risiko. Da muss ich halt... hoffen, dass hier nichts passiert. Aber so geht es ja nicht weiter, ne? Auf Dauer kommen wir so nicht mehr voran. So, und den baue ich ab. Im Prinzip kann ich jetzt hier alle abbauen auch. Auch die hier.
Und auch hier laufe ich nochmal durch und sammle die restlichen Erze ein. So, der kann aufhören. So, ich lasse das mal hier pro forma stehen. Vielleicht kommt ja was anderes dahin irgendwann. Aber hier, die können weg. Ja, wobei... Ja, ist schon mal soweit richtig. So, und jetzt kommt der Verteiler dahin. Genau, das Teilerfließband. So, ein Teil geht dahin. Und der andere Teil jetzt in diese Richtung. Ui. Den will ich nicht verbauen. Oh, ich sehe, das Band ist auch voll. Warum eigentlich? Weil er nichts mehr aufnehmen kann. Zum einen. Ach, ich bin schon wieder voll. Ist ja verrückt. Ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was der da gerade macht. Das bringt mal so gar nichts. Hallo? Ach so. Da hinten sind sie. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade alles aufgenommen habe. Aber die Forschung, die sollte auf jeden Fall weitergehen. Deswegen hier, packt da mal wieder 50 rein. Ja, hier, das reicht schon wieder alles nicht. Oh. Ja, muss sein. Aber gar keine andere Wahl, als hier durchzulaufen. Ich hoffe, hier ist noch irgendwo Platz. Oh ja. Angriff? Wo? Hier oben? Oh nein, oben bei meinem Kohlevorkommen. Haut ab. Oh, die machen aber gerade richtig viel kaputt. Scheiße. Eieiei. Hä, noch ein Angriff? Nee. Och Mann, die blöden Viecher, wo kommen die denn her? Ich hab doch schon einige ausgerottet. Och, schon wieder voll. Ich habe auch geguckt, wie die, wie ich jetzt an das Öl komme. Dafür brauche ich das Teil hier. Rohölförderpumpe. Die habe ich jetzt beim letzten, vorletzten Mal, ich weiß gar nicht, wann ich das mir mal angeguckt habe, habe ich jetzt gar nicht mehr, gesehen. Dass ich die auch noch habe. So, komm hier. Bitte. Stein. Eisen ist voll. Kupfer. Wahnsinn, was ich hier alles drin habe, ne? Auch hier ist kein Platz mehr. Junge, 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 Junge. So, ich glaube, die Eisenkiste... Die tut's hier mal ganz gut. Nee, die nicht. Die bitte. Och man, immer bin ich zu weit weg. Nein. Drehen wollte ich. So, wo sind wir denn jetzt hier? Noch ein weiter vorne. Und nach unten. Ja, schiebt mich mal nicht mit weg.
jetzt natürlich auch hier. So, jetzt haben wir nur das Problem, dass er auch irgendwann das Eisen... nee, hier, das ist das Problem, was ich meinte. Jetzt kommt die Kohle schon nicht mehr durch. Guckt euch das an, ey, was sich hier staut. Aber schön viele Eisen kommt raus. Ah, der braucht ja auch noch Strom. Dann kriegst du erstmal so ein. Mir geht es nur, dass es aufgenommen wird irgendwo. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass die Kohle bekommen? Es gibt ja auch diese Roboter, ne? Die kann ich aber, glaube ich, noch nicht herstellen. Irgendwo, diese fliegenden Roboter, die bestücken wohl auch die, ja, die ganzen Gerätschaften mit Rohstoffen und dem, was eben gebraucht wird. Konstruktionsroboter und Logistikroboter. Genau, hier, die. Die sind eigentlich super, die brauche ich. Da muss ich aber erstmal den Elektromotor erforschen. Da. Okay, machen wir das beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten, bewerten nicht vergessen und hau da rein. Bis dahin, tschüss.